Hey, wir kommen zu unserem letzten Beispielsatz zum Verbalsuffix mu. Beispielsatz ist natürlich wieder ein Beispielgedicht. Ich konnte mich nicht zurückhalten, aber diesmal ist es ausnahmsweise nicht aus dem Kokinwakashu, sondern aus dem Manyoshu. Also schon ein relativ altes Ding aus der Nara-Zeit noch. Aber nichtsdestotrotz wie ein ganz normales Tanka aufgebaut, also ein Waka mit 31 Gedichten, 57577. Und ja, es ist eigentlich relativ einfach, hat aber auch ein, zwei kleine Besonderheiten, aber auf die gehe ich dann gleich ein. Ich lese es am besten zum Anfang mal vor. Kasuga no ni shigure furumiyu. Asu yori wa momiji ga kazasamu. Takamado no yama. Okay, wenn wir uns das auf den ersten Blick angucken, wissen wir ja, haben wir die Verpflichtung in Anführungsstrichen erstmal nach den Verben zu gucken. Da haben wir hier furu und miu. Hier haben wir kasasamu. Da steckt auch unser Verbalsuffix drin. Und am erwarteten Satzende, was ja im Gedicht kommen müsste, ist aber der takamado no yama. Das ist ein Meshi, also haben wir wieder den Fall, dass wir ein Gedicht haben, das nicht mit einem typischen Satzende in Form eines Verbs oder eines Verbalsuffixes oder irgendeiner Satzschlusspartikel endet, sondern mit einem Meshi und das ist dann ein sogenanntes Meshi-Dome, also Endung auf ein Meshi. Gut, nichtsdestotrotz haben wir andere Verben, mit denen wir arbeiten können, nämlich was jetzt spontan ein bisschen seltsam anmuten wird, Furu und Mil. Und die in einer recht seltsamen Kombination, also Furu ist ja eine Shushike und oder scheinbar offensichtlich eine Shushike, Miu ist auch eine Shushike und normalerweise gibt es das ja nicht, dass man Verbindungen hat, Shushike direkt hintereinander. Wenn man Verbverbindungen hat, hat man das in der Regel so, dass man eine Renyoke hat. Und dahinter ist dann das Verb in der Shushike, beziehungsweise wenn dann noch ein Verbalsuffix dranhängt, dann in der entsprechenden Flexionsform plus das Verbalsuffix in der Shushike oder bei Kakarimusubi dann halt in der Isenke oder Rentaike, je nachdem welche Partikel. Aber hier, Shushike, zumindest scheinbar und offensichtlich. Hat mich auch ein bisschen verwirrt am Anfang, deswegen habe ich ins Wörterbuch geguckt, habe gesehen, dass es ein Yodan-Doshi ist, also ist die Shushike und die Rentaiki, die sind beide identisch. Und dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen einfacher, denn die Rentaiki hat ja nicht nur die Funktion, dass ein Verb attributiv ist, sondern es hat auch die Funktion, als Substantivierung eines Verbs zu wirken. Es gibt relativ viele verschiedene Möglichkeiten, Substantivierungen im vormodernen Japanisch zu machen. Die Rentaiki ist nur eine davon, aber hier können wir das so nehmen oder sollten wir das so nehmen, weil es anders einfach keinen Sinn ergibt oder anders einfach disgrammatisch wäre, es zu übersetzen. Ja, und auf die anderen Möglichkeiten, Verben zu substantivieren, gehe ich, wie gesagt, später noch ein, aber hier haben wir es erstmal. Das ist eine Rentaike, die eine Substantivierung hervorruft. Und dahinter folgt ein Verb ganz regulär in der Shushike. Wenn wir dann eine Shushike haben, bei Mio ist das ja recht praktisch, das ist, glaube ich, Shimonida und müsste dann Miyuru sein in der Rentaike. Bin mir nicht sicher, ich habe nicht ins Wörterbuch geguckt, auf jeden Fall ist es definitiv eine Shushike. Hierhinter steht ja ein Substantiv, Asu, also morgen oder der morgige Tag. Und ich glaube, es wäre Miyu in der Rentaike. Und dann wüsste man, dass es attributiv ist, aber dadurch, dass da halt kein Miyu steht, wissen wir, dass es definitiv eine Shushike ist und nichts anderes. Das heißt also, neben diesen Vorstrukturierungen anhand der Silbenstruktur eines Tanka, können wir hier schon mal aufgrund eines grammatikalischen Anzeigers einen Schnitt ziehen. Und das zweite, was wir dann haben, hier ist ein Abschnitt, der endet auf wa. Wa ist die Partikel, die Ersatzthema markiert. Okay, soweit so gut, dann wissen wir, danach muss es ja auf jeden Fall irgendwie weitergehen. Da haben wir das Verb und ganz am Ende haben wir noch ein Substantiv. Mit dem Verb ist es jetzt so,
Kasasu, etwas schmücken. Das ist auch ein Yodan-Doshi, entsprechend Kasasa, eine A als Zeigevokal enthaltende Silbe vor dem Verbalsuffix, das heißt, es steht auch definitiv der Misenke, wie sich das für Mu gehört. Und bei Mu haben wir ja das Problem oder die Schwierigkeit, dass Rentaike und Susike identisch sind. Deswegen müssen wir einfach mal gucken, wie es am besten passt. Ich habe jetzt schon relativ viele Verwendungsmöglichkeiten oder Übersetzungs- oder Bedeutungsmöglichkeiten von Mu gezeigt. Und ich habe das ja schon öfters als Verbalsuffix der Vermutung auch bezeichnet. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, es hier als Vermutung zu übersetzen, weil ich das ganz passend finde in dem Kontext. Ich meine, okay, es könnte auch eine Rentaike sein und dann irgendwie so umschreibend, euphemisierend, Enkyoku-mäßig sich auf diesen Takamado no Yama beziehen. Aber kann man machen, muss man aber nicht. Es ist manchmal auch ein bisschen streitbar, wie man Dinge übersetzen kann. Aber in den allermeisten Fällen kann man es über den Kontext irgendwie rausfinden. Hier ist es so, ich mache es gerne als Vermutung, weil ich es in dem Kontext für angemessen halte. Hier ist es halt nicht so genau festlegbar. Gut, wir haben den Schnitt. Zwei Abschnitte vorne, drei Abschnitte hinten, die so in dieser Form irgendwie zusammengehören. Kasugano ist ein Ortsname. Und gut, dieser Berg hier ist natürlich entsprechend auch ein Ortsname. Ich übersetze es am besten einfach mal. Also, in Kasugano, Miu kann man sehen oder ist sichtbar, Shigure furu, dass der Herbstregen fällt. Asu yori wa, von morgen an, Momiji Kasasamu, wird sich wohl das Herbstlaub färben oder wird das Herbstlaub wohl schmücken? Wen oder was? Taka Madono Yama. Also, dieses Miu ist wieder eines dieser Verben, die auf Yu enden, so wie zum Beispiel Oboyu etwas gewahr werden oder Kikoyu etwas irgendwie auditiv wahrnehmen können oder etwas ist auditiv wahrnehmbar und das ist halt was ist sichtbar oder ist augenscheinlich oder kann man visuell wahrnehmen. Also, es sieht so aus oder es scheint so, als wenn in Kasugano der Herbstregen fällt. Von morgen an wird wohl das Herbstlaub dem Takamado no Yama schmücken. Das wäre die Übersetzung des Gedichtes. Und ich glaube, Mu hat noch irgendwie eine Bedeutung, die aber jetzt nicht so dramatisch wichtig ist und nicht so häufig drankommt. Deswegen werde ich darauf verzichten, jetzt noch einen Beispielsatz zum Verbalsuffix Mu zu machen. Entsprechend endet es hier damit. Wie gesagt, was wichtig ist, Mu wird an die Misenke angeschlossen und hat relativ viele verschiedene Bedeutungen, die ich aber halt jetzt in diesem und in den vorhergehenden Videos zu diesem Verbalsuffix vorgestellt habe. Und okay, wenn wir jetzt schon das positive Mu haben, denke ich mal, werden wir als nächstes zum negativen Gegenstück dazu übergehen, nämlich zum Ji.